Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Planet Zoo auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir mit dem Fahrgeschäft begonnen, weil ich das auch mal noch ansehen möchte. Wir haben hier eine Ausstiegsplattform, wir haben da eine, wir möchten gern da eine hinbauen und das Ganze am Ende da irgendwie zusammenfügen. Das wäre so das Ziel. Kann man schnell hier hinschauen. So, dann kann ich da Schiene bearbeiten. Dann komme ich wieder an dieses Ende und da hatten wir zuletzt ein kleines Problem. So. Kann ich jetzt hier hingehen und das Ganze löschen? Genau, kann ich. So, dann möchte ich das so bauen. Und dann soll es hier geradeaus weitergehen. Der Baumodus ist ja, etwas gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Also man kommt zurecht, aber man muss sich dran gewöhnen. Gut, dann Zustiegspunkt. Zwei Zustiegspunkte. Wir machen mal einen. Man kann da bestimmt noch... Es ist bestimmt so aufgebaut, dass man da was er daran ersetzen kann. So, jetzt macht er das schon automatisch. Ich hätte es aber gerne nur so. So, mit 8 Grad nach oben. Da klappt es dann. Da ist noch ein Baum im Weg. Gehen wir mal so rum. Also ich muss ja selbst auch lernen, was für Impressionen das dann das Ganze auch gibt. So, noch 8 Grad nach unten. Im Minimum. Oh, es wird schon eher eng. Vielleicht sollten wir eher den Entwurf da löschen. Nein, nicht so. 8 nach unten, genau. Das ist natürlich zu tief. Ah, ich kann auch auf diese Seite anbauen. Wenn ich da jetzt die 8 Grad hochgehe, funktioniert nicht, weil der Weg da so nahe dran ist. Und wir jetzt da eine ganz steile Kurve machen. Nee. Andere Seite. Nein. Kann ich die noch in der Höhe verstellen? Oh, die Schienenstützen könnte ich übrigens noch ausstellen. Ah ja, die kann ich in der Höhe verstellen. Sehr schön. So, und jetzt müsste es doch möglich sein, hier eine... Ja, jetzt geht das Ganze auch über die Straße, so. Der Winkel passt doch schon fast. Ja, genau, Spiel, wie wenn du es nicht weißt. So, jetzt muss ich nicht mal so hoch gehen. Einmal um den Block herum, ja. Ja, es zieht sich wirklich einmal um den Block hier. Schau an, ich hab's geschafft. Jawohl. Sehr schön. Jetzt muss ganz ehrlich sagen, die Stützen... Wenn man drauf verzichten kann... Ein paar braucht's halt schon. Also würde ich die hier drin lassen... Sonst sieht es total blöd aus. Aber ich würde so ein paar Stützen wegmachen. Ich finde es zu viele. Es kleistert da unseren Zoo ein bisschen zu irgendwie.
So, hier ist sehr hoch. Da haben wir sehr hoch gebaut. Da ist natürlich die Frage, ob die Zuschauer überhaupt noch was sehen dann. Von da oben. Gut. Also, aber soweit, so gut hat es das funktioniert. Macht die Stützen auch automatisch da, wo es gerade passt. Jetzt mit dem Zugang habe ich natürlich keine Ahnung. Also, drei Stationen haben wir, sind alle geschlossen. So, ich drücke mal auf Play. Übrigens, wir haben ja noch ein bisschen Geld. So, da hat er gerade ein Weichen gebraucht. Vielleicht ist das wieder ein Objekt, was das Ganze noch mehr zum Einbruch bringen wird. Test starten. Jawohl, da fährt sie. Warum muss man das denn... Ah, wegen dem haben die Tiere Angst dann, oder wie? Ah, mehrere Tiere sind dann mehr gestresst, weil wenn ich jetzt hier das Radar einstelle... Kann man das nicht irgendwo sehen? Ich dachte, das konnte ich irgendwo sehen. Sehe ich jetzt einen Filter? Nee, eigentlich nicht. So, also das Interessante ist, es ist genau eine Gondel. Also ich weiß jetzt schon, die Schlange, die wird ja immens lange sein. Kann ich mir schon gut vorstellen. So. Fährt natürlich ein bisschen schneller, wenn wir das... Und die braucht ja ein Jahr, um da rumzufahren. Gefühlt. Okay, da ist kein Problem. Da ist sie dann hier. Die haben aber auch keine Angst davor. Da hinten müssen wir auch keine Angst haben. Also, das erste Problem ist hier, weil da ist es schon sehr dicht über denen. Ja, jetzt leiden sie natürlich unter niedrigem Wohlbefinden, ist ja klar. So, da sehe ich jetzt auch kein Problem. Hier. Die haben ja sowieso schon... sonst auch nichts passiert. So, der fährt noch eine Runde. Jetzt mal schnell schauen. War es nur Zufall, oder? Ja, ich denke, es war Zufall. Für den Moment. So. Ah, und jetzt kann ich hier Eingang platzieren. Ah, nee, das sind die Voraussetzungen. Okay. Das macht man nicht über das Menü. Nehme ich jetzt hier einen Weg, oder wie? Weil ich sehe hier auch keinen... Ah, Warteschlange hier. So, ich möchte ihn jetzt aber nach oben. Nein, das nur so. Das ist wieder eine ganz gute Frage. Also das wäre die Warteschlange, die ich hier nach oben haben muss. Ich mach's mal an einem einfacheren Muster hier. Wenn ich jetzt hier auf Wege gehe... Ich kann trotzdem auf beiden Seiten was hinplatzieren. Jetzt steht da auch ein Mitarbeiter, okay.
Da ist er auch schon blockiert. So, schauen wir uns da schnell die Hilfe an. Wege platzieren. Höhe anpassen. Umschalt plus... Ah, okay. Damit lässt sich die Höhe... So, ich schaue noch mal schnell beim Transport. Fahrgeschäft. So, steht da was über den Zugangsweg? Also, das habe ich jetzt gelernt mittlerweile, so mehr oder weniger. Ne, steht gar nichts. Wenn ich einen normalen Weg nehme, kann ich da auch nichts machen, oder? Ja, das sieht sehr gut aus. Und es lässt sich auch nichts darüber machen, oder? Problem. Ja, Stationen sind nicht verbunden, das weiß ich. Ich kann hier mal den Test beenden, so. 188 Sekunden, 900 Meter, 25 km/h, durchschnittlich 19. Also es geht nach all diesen Zahlen. So, und hat schon minus 4000 gemacht. Ah, man kann ihn auch auf dem Shuttlebus, Anzahl der Wagen. So, wir setzen das mal höher. 20 ist auf Maximum eingestellt. Okay, es darf ja auch nicht zu schnell sein. Aha, aha, aha. Ausgang platzieren. So, also das hat ja schon mal geklappt, da. Das da klappt nicht. Okay, so wird's gehen. Warte mal. Vielleicht wird's auch... Dann war's doch da. Habe ich's einfach wieder verpeilt, natürlich. So. Ja, über Dinge, die man nicht so gut weiß. Ja, und jetzt seht ihr hier geöffnet. Der ist geöffnet. Okay. Ich hätte natürlich die Plattform auch ein bisschen länger bauen können fürs nächste Mal. Aber er geht trotzdem hier in die Wege rein. Also so gesehen ist das dasselbe. Es ist einfach nicht so ganz taktisch verknüpft. Gut. Hat er jetzt hier was gemacht? Hallo? Es war irgendwas drin, aber... So. Ich weiß eben nicht mal, ob das die... Ah, hier ist die Station eben, ja. So, Ausgang. Man muss übrigens nur den Eingang mit dem Weg verbinden. Der Rest ist egal, oder wie? Wie soll man das verstehen? So, und das ist nur ein normaler Weg. Genau, den machen wir so. Schön, wie er auch da die Treppen macht. Wir haben das auch noch nicht so genutzt. Extrem schwer. So. Gut. Ausgang ist einfach doppelt so breit. Aber lässt sich auch nicht kleiner bauen. Also, muss man auch sagen. Gut, geöffnet. Langsam kommt's. Woher soll ich wissen, dass das da die Station 28 ist? Das ist halt... So, hier ist der Eingang.
Und irgendwo da ist auch der Ausgang. Das macht es natürlich wieder besonders leicht. Ja, genau das will ich. Kann ich hier unten durchbauen? Wahrscheinlich ja nicht. Boah, wie weit man da gehen muss mit der Maus. So. Geht's nicht mehr um die Kurve? Ach, sollte vielleicht hier ein bisschen... Ja, dann geht's natürlich wieder. Muss ja nicht beim Raster bauen. Ah, scharfe Ecken. Und dann kann ich auch scharfe Ecken platzieren. Ja, jetzt erkennt er das nicht. Suchen wir mal noch den Weg. So kurz wie möglich. Genau. Ah, dann lässt sich das auch so bauen. Also das ist jetzt wirklich nicht so benutzerfreundlich gemacht. Außer ich bediene es falsch. Ihr seht, das switcht so schnell hinterher. So, haben wir es hingekriegt. Gut, dann hier Weg. Ja, welches das jetzt das ist, ist eigentlich egal. So. Gut. Hell yeah. Ich hab's geschafft. So, alle Stationen sind geöffnet. Ich drücke einfach mal auf Play. Mal schauen, was passiert. Wir haben ja gesehen, überall ist ein Mitarbeiter da. So weit. Da kommt auch irgendwas runter, weil es eröffnet ist wahrscheinlich. So, jetzt gehen da Leute rein. Und ich glaube, ich muss mehr Gondeln hinsetzen. Die Frage ist halt, wie das funktioniert. So, und die Kosten für das Ganze. Potenzielle jährliche Einnahmen $50. Betriebskosten 1600. Man kann die Farben anpassen, aber blau ist jetzt gar nicht mal so schlecht. 5 Wagen ist das höchste. Okay. Mit 3 Haltestellen ist also 5 Wagen das höchste. Wie viele haben da Platz? Immerhin 12 Leute. So, jetzt ist der Jahresumsatz schon gestiegen. Also ihr seht, die Leute gehen da rein. Ist natürlich wieder was, was sie von den, sag ich mal, was sie von den Ständen abhält. Dass wir da vielleicht ein bisschen weniger haben. Also auch hier ist ein bisschen Beteiligung. Und hier ist sehr hohe Beteiligung, aber da ist einfach keiner. Gut. Wenn ich jetzt die Bahn natürlich schneller mache. So, auf 32 stelle. Kann ich trotzdem nicht mehr. Wenn ich weniger einstelle, kann ich auch nicht mehr. Man stellt ihn schneller und dann rast er durch. Also 32 ist zu hoch. 20 ist, glaube ich... Machen wir 4 und... Ja, auch 24 ist... Das verstellt sich aber auch. So. Fahren die eine Station und nicht mehr, oder? Ja, vor allem die hier, die bleiben jetzt sitzen da.
Und dann stehen natürlich alle an. Also, da habe ich natürlich wieder einen Frust geschaffen. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen umändern. Die Station deutlich vergrößern, wieder auf dem Bild. Ich denke, dann können wir auch mehr Gondeln hinstellen. Auch da steigt niemand aus. So, jetzt sind ja da. Da ist gerade keine. So, jetzt gehe ich hier hin. Oh Gott. Ja, ich muss es schließen, bevor ich es bearbeiten kann. Also lassen wir. Jetzt hat sie ja erst gerade geöffnet. Na komm. So, wenn ich jetzt alle schließe. Ah, und ich kann auch einzelne Stellen schließen. Einen Moment, ich schließe jetzt mal die 23. Die 23 ist offen plus die 28. So. Dann ist die hier zu, weil das ist ja... Bringt aber nichts. So, portet mich wieder hier hin. Habe ich diesen Bereich ausgewählt. Gehe auf Stationen. Die Frage, die ich jetzt habe, kann ich die Station irgendwie verlängern? Na komm, ich lasse so sein. Ich tüftel ein bisschen zwischen den Folgen. Und wir sehen es wieder in der nächsten Folge. Aber grundsätzlich, es läuft. Es läuft, aber es ist natürlich wieder viel zu wenig. Also es geht so nicht. Aber die Treppen finde ich cool. Das Platzieren ist ein bisschen umständlich, aber sonst geht's. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain, I hope I will. Gonna build a mountain, gonna build it all.